Ein weiteres Faktum ist, du hast Aquarien daheim und du hast viel Fernsehen. Das stimmt nicht. Aquarium habe ich schon, aber viel Fernsehen tue ich nicht. Siehst du, der Ballen hat noch lauter. Er hat ausdrücklich gesagt, ich habe gehört, der tut auch viel Fernsehen. Der Ballen hat gesagt, weil ich auch schon eine Show von dir gesehen habe, hat er gesagt, der tut viel Fernsehen. Aber bei mir ist es ja so, ich tue wirklich viel Fernsehen. Wirklich? Ja. Du schreibst ja auch einen Roman jetzt. Wie tust du das? Du sitzt da wirklich in der Küche. Naja, wenn es ein Roman wird, ein Theaterstück. Es wird ein Theaterstück werden. Ja. Du hast einen Ausdruck, das ist Bäm. Wenn du wenn ein Roman rauskommt und du ein Theaterstück schreiben willst. Ja. Wie gelingt dir diese, sozusagen diese große Selbstsicherheit zu sagen, ich setze mich jetzt hin und schreibe? Ja, das nimmst du an, dass es die gibt. Nein. Du stehst in der Früh auf? Ja, ja. Und dann frühstückst? Nein. Ja, ja. Ja, mehr sozialen Bedürfnis heraus. Weil die Familie auch frühstückt. Aber ich brauche in der Früh nichts essen, weil ich esse ja in der Nacht. Mhm. Du hast da auch den Eiskasten mehr essen. Ja. 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 Da ist man eh satt in der Früh. Ja. Ja, ich früh, also darum habe ich ja gefragt, ja. Also ich schaffe es sehr selten. Ist da Rauchverbot bei? Also, schau, das könnte man als Aschenbecher nehmen. Das wäre schon drum. Nein, ich heb mir's auf. Warte, nimm das Eierlikörglasl, schau. Ja, von mir was. Du, hat der Weber den letzten ausgesoffen? Das Blatt voll. Nein, das ist ein Neicher, ja. Weil der Neicher. Gut, also wenden wir uns einem ganz weiteren Problem zu. Du hast ja bei diesem Theater im Kopf, also bei ganz kühne Künstler, ja, extra an so einen Riesenbauch umbinden lassen. Das ist dir aufgefallen, dass der nicht echt war? Ja. Wie ist es so? Naja, es ist angenehmer. Gell, man hat mehr, man steht mehr da. Ja, man glaubt, es ist wer. Man ist geschützt, es ist runder, wohnlicher, behaglicher. Ne? Und ich wurde ja nie irgendwie belästigt. Mhm. Es geht. Ja. Ne? Lieber Karl Ferdinand. Müssen wir leicht schon Dosen schießen gehen? Wir müssen. Ist schon soweit? Ja, weil nämlich der Kuckuck ruft. Ja, hat schon. Ja. Eben. Aber zuerst kommt noch das Polaroid mit Robin. Ja, da trinke ich noch das Sinaiko aus. Prost. Habt ihr noch eine Flasche für mich? Also, das hängt jetzt davon ab, was der Nietzsche trinkt. Ja. Wenn der Nietzsche Eierlikör webt, dann es darfst gibt du... keins mehr. Schau. Gut. Nein, er trinkt jetzt nicht du den Eierlikör. Nein. Für Nietzsche mach ich ihn auf. Ja? Und mir gibt's das Frokadeflasche. Gut, also, gut. Ist klar, ist klar. Ja, gut, gut. Ja? Ja. Nimm das. Draußen steht er. Nimm das mit Hand. Ja? Lieber Robin, mach doch noch ein Bild von uns. Schau, ich nehme das in die Hand. Frau Braun, weißt du? So. Freundlich, ne? No. Soweit es halt. Das ist immer eine Seelenbefindlichkeit des Gespräches. Nein, es ist Lüge. Man kann. Nein. Jedes Interview ist als Plaudern getarnte Quälerei gedacht. Ne? Und auch das Foto auch mal. Hm. Ja, aber man merkt sofort, wenn das Lächeln gequält ist. Bei mir merkt man es nicht. Ich kann naturlächeln. Auch wenn du lügst. Immer. Das ist schon eine große Schauspielkunst. Na sicher. Und die Löwinger Bühne hat dich nie wieder engagiert. Nein, die melden sich nicht. Ich weiß nicht warum. Haben Sie deine Telefonnummer? Ich weiß nicht. Naja. Schade, ein Appell. Ein Appell. Ein Appell. Ein Appell. Perfekt. Ich danke dir herzlich. Jetzt müssen wir wohl oder übel auf. Also du kannst dich auch kunstvoll verweigern. Na, dann bedeutet das wieder was.
Schau, vielleicht hinterm Strich. Wo ist der Strich da? Da. Ja. Du musst mich trösten, wenn ich daneben hau. Der haut ja sicher wieder daneben. Mein aber Gott, so niemand viel trifft. Ah. Ich danke.